Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Ja, wir haben letztes Mal angefangen mit dem Earth-Tools, damit wir Welten machen können, die hoffentlich besser generiert werden als mit Mistcraft. Und ich habe mich jetzt ein bisschen auseinandergesetzt mit dem Mod, ein Tutorial angeschaut und ja, wir müssen recht viele Dimensionen machen. Dimensionen einfach so Maschinen. Und Dimensionen wahrscheinlich ja viel generieren, aber also nicht so viel wie bei Mistcraft. Und dafür brauchen wir auch Enderperlen, also Endermen auf Töten für Dimlets. Die Dimlets, wo sind die? Da unten. Ja, zum Beispiel, also leeres Dimensionsgitter, droppen die und dann bekommen wir solche Sachen, wenn man sie in einer der Maschinen reingetan haben. So, wir haben einen Dimensionsbilder Ersteller, der da. Und ich muss mal kurz auf Englisch tun, damit ich auch ein bisschen verstehe, was ist. Dann machen wir Kanada, Englisch US, da. So, nicht schlacken, bitte. Nur umstellen, genau. So, dann, ja, machen wir wieder Inventar auf und müssen ein Inscriber, Dimensionsinscriber. Ist das wahrscheinlich? Ja. Bilder, Inscriber, die haben wir schon. Dann der Dialing Device. Der da. Auch wieder ein Maschinenframe. Wie viel brauchen wir von denen? Gott, oh Gott. Machen wir gleich ein paar, oder? Das muss ich einfach noch wieder wissen. Wie? So. So. Ich kann mir das nicht so gut merken. Oben und auf der Seite. So, jetzt machen wir gleich mal ein paar. So. Gut, gut. Und jetzt brauchen wir Redstone und Redstone Torches. Also viel Redstone. So. So und so. Den haben wir auch. Ich möchte das woanders hin tun. Ja, belassen wir das so. So, und jetzt brauchen wir den Matte-Transmitter. Der haben wir. Er muss irgendwo oben sein. Matte Absorber, Matte Transmitter. Oh, ja. Da liegt schon das Problem. Okay. Wir müssen Endermans töten. Dann gehen wir in die Höhle. Und können ja auch. Ja. Nein, noch nicht graben. Lieber die Dimension ab jetzt graben. So ein bisschen nachhaltig sein mit der Welt. Ich brauche einen Endermann. Ich brauche einen Endermann. Suchen wir den Enderman. Suchen wir den Enderman. Ah ja, die neue Höhle könnten wir dann auch noch gehen, die wir im letzten Park gefunden haben. Und sehr interessant aussieht.
Wir haben ein Creeper. Viele Creeper. Hey, explodier nicht so schnell. Ja, das wird schwer. Es wird schwer zu finden. Ich habe übrigens noch nachgedacht, dass ich vielleicht livestreamen werde und dort die nicht so beliebten Sachen mache. Eingestellt habe ich schon vom letzten Mal, als ich livestreamen wollte, aber dann eben Umzug, also in einer Wegezug kurz und dort kein gutes Internet hatte, muss ich aufhören. Aber jetzt kann ich ja wieder, jetzt habe ich sehr gutes Internet. Und ja, könnte jetzt anfangen, richtig. Und ja, ich werde dann einfach mal schauen. Vielleicht eine Stadt dann noch machen, die einfach vom Livestream her aufgebaut wird. Und ich mache da natürlich auch immer wieder Videos darüber. Stelle die Welt dann auch im Let's Play vor und so. Und ja, erhoffe dann einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil bei YouTube jetzt momentan über Minecraft Aufmerksamkeit zu bekommen ist sogar für mich zu wenig. Also man bekommt einfach zu wenig. Das macht sogar mich als sehr genügsamer junger Let's Player, ja junger, alter, macht das halt auch schon ein bisschen Sorgen, wenn die Leute einfach nicht zu meinen Videos kommen. Die finden die nicht, die können die nicht erreichen und so weiter. Und dann habe ich überlegt, ich mache mal Livestream, vielleicht kommen dann Leute, die einfach meine Let's Plays danach schauen wollen. Nicht nur Livestream. Ja, wir finden nur Creeper. Ja, das wird ein bisschen hartnäckig momentan. Wir könnten zwar in die Enderdimension, aber die müssen wir auch zuerst finden. Und das ist nervig. Können wir mal hier entlang? Hier waren wir noch nicht. Ne. Haben wir genug Kohle eigentlich? Ein bisschen Kohle abbauen und warten, bis die spawnen. Ja, gleich. So. Irgendwo sind dann schon Elements. Geht halt einige Zeit, wenn man... Also okay. Für Endermänner, die sind ja recht selten. Seltener sogar als Vanille vielleicht. Ja, da muss ich da runter. Hä? Da war ich noch nicht. Ja, das wird schwer so. Ach komm. Nerven, Säge. Weg damit. So, da ist Wasser. Das können wir gleich mitnehmen. Wir haben nämlich nichts im Eimer. Unser Backup-Eimer wurde aufgebraucht. Hoppla. So, drin. Schön, schön. Jo. Da sind wir wieder unten. Ja, da war ja nichts, genau. Undermines. Wieso werden eigentlich Spinnen bei Dunkelheit aggressiv? Haben die irgendwie ein Problem mit der Dunkelheit? Mögen die Menschen nicht in der Dunkelheit?
Wer weiß, wer weiß. Wir haben keine Endermans. Weshalb haben wir keine Endermans? Ja, das ist ein großes Problem. Das ist ein nerviges Problem. Da können wir wieder nicht weitermachen. Immer stecken wir irgendwie fest. Da haben wir noch ein Ding. Grabstein. Das ist, glaube ich, damals passiert, als wir, glaube ich, im zweiten Part der neuen Folgen der neuen Welt. Hier haben wir auch uns ein bisschen gegraben. Ah, hier ist auch keine Farmingstelle, also wo wir Monster angreifen können. Ja. Toll. Ja. Das ist nicht so gut, wenn wir keine Eltern finden. Doch keine angezeigt auf der Minimap. Aber da sieht man nur eine Höhenlinie. Wahrscheinlich so 10 Meter Unterschied. Also da schwer sein, auswendig zu machen auf der Minimap. Toll, toll. Echt toll, wirklich. Wir müssen wieder wohin, wo wir Schatten haben. Die spawnen überhaupt. Ich muss hier mal den Lavasee wegmachen und schauen, was dahinter ist. Obsidianerscheine. So ein Salz mitnehmen. So. Was haben wir hier? Ja, ich wusste, dass der Weg hier weiter geht. Mit Dios. Komm mal weg. So. 7 Dios. Boah, ist das effizient. Heftig. Das sind 2 Dios gewesen. 2 Dios. Oh, wir haben also fair 6 Wachte. Nein, was 7 Dias vervierfacht. So. Naja, dann haben wir halt keinen Enderman. Gehen wir wieder nach oben und schauen, dass es Nacht ist. Dann finden wir besser. Weil jetzt gleich Nacht wird, gehen wir mal nach oben zum Spawn mal. Ist ja noch, wird hier Nacht, oder? Wird wieder morgen. Mist. Ja, okay. Es wird wieder morgen. Wir müssen wieder in den Untergrund. Da ist ein Enderman, genau hier. Irgendwo hier am Boden. Ist hier eine Höhle irgendwo? Dann nehmen wir einen anderen Enderman. Ja. Ich brauche diesen Enderman. Wir graben uns einfach nur runter. So.
weiter runter. Und jetzt rüber, hä? Ja. Oh, zwei Endermen. So, wir haben zwei Enderperlen. Wir machen uns Ender Augen und suchen mal die Dimension. Ja, die Enderdimension. Und farmen dann halt dort ein bisschen. Ja, das ist der Drache. Können wir wahrscheinlich noch nicht so besiegen mit diesem Equip. Naja, warten wir noch mit dem. Wir finden schon genug Enderman. Weil ich habe überhaupt keine Erfahrung mit dem Enderdragon. Ich müsste ihn mit einem Bogen, der extrem verzaubert ist, besiegen. Wenn das überall Schaden macht. Weil der ja Schuppen hat. Naja. Ja, ja. Also hier ist nichts mehr. Jetzt muss ich nur wissen, wo wir nach oben können. Ah, da, genau. So. Ja, dann lege ich. Nein, der schießt mich. Ich behalte, der sieht cool aus. So. Nein, den möchte ich behalten, nicht benutzen. Weg da. So. Mach ich zuerst den. So. Ja, dann muss ich da ein bisschen anders noch. So, und dann dort. Gut. Dann gehen wir in die nächste Höhle. Wir haben ja hier irgendwo ein Spawn-Point gemacht. Das ist der Rock. Da ist die Höhle. Okay. Gehen wir dort zur Höhle. Und schauen dort mal rein. Da haben wir auch eine Höhle, hä? Oh, heftig. Ja, ist da noch was? Nö. Ja, gut. ist nicht viel. So. Auf der anderen Seite war ja eigentlich auch nichts. Da kommen wir noch runter. Da haben wir Creeper. Und sonst nichts hier. Aber ein Enderman habe ich gehört. Nein, ein Schwein. Wie kommen wir an Enderperlen? Shocking. Cool. Wir haben einen besonderen Quarzkristall gefunden. Und zwar Charged Zetus Quartz. Okay. Charged. Aufgeladen. Elektrisiert. Nächste Höhle. Ja, wir finden noch ein paar Enderperlen. Wir brauchen sicher noch für mehr Enderperlen. Also der Mod hat jetzt schon 5 Enderperlen verschluckt. Der wird noch mehr verschlucken. Da ist nix. Oh,
Dachte, du wärst nicht aggressiv. Nun gut. Dann gehen wir hier rein. Ah, da können wir nicht hinhüpfen. Hier hätten wir runter können. Ja. Ab den kleinen Fallschaden haben wir trotzdem nicht unbedingt schlecht, wenn um ein Ding. Weil wir haben ja jetzt wieder regeneriert. Ist gut gekommen. So, dadurch. Da ist ja nichts. Ja, hier. Gibt's eine tiefere Höhle, gut. Die auch jetzt aufhört. Oh je. Endermünzen hier auf dieser Seite. Da ist eine Schlucht. Gehen wir doch mal oben durch. Hier war ich schon. Nein, ja, jetzt sagen sie nichts. So, also da drüben ist irgendwo eine Schlucht und die müsste unterirdisch sein. Ist das nicht die Höhle, die wir da auch waren drin? Ja. Da ist nämlich nichts. Außer vielleicht jetzt ein neuer Enderman. Gehen wir doch mal dort rein. Ja, da ist ausgeleuchtet. Ein Roguelike Dungeon ist die Chance auch recht gering. Dann eher wieder in die Sumpfhöhle. Die ist ja gigantisch. Also vielleicht mal dort rein. Ja, da ist nix. Wird wieder Nacht, ich will wieder ein bisschen Übersicht haben. Ja, bald. Alles bald. Na gut, gehen wir mal zu den Bäumen. Vielleicht ist dort was. Was ist das, eine Blume? Blazing Star. Ah, sieht nicht so schön aus. Sieht einfach sehr aufmerksam aus. Ja, Squids brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Da ist eine Torch und Schüssel. Nehmen wir mit. Ja, füllen wir mal ein bisschen den Rucksack. So. Gut. Aber hier drunter ist ja nichts mehr, oder? So. Da ist noch etwas in diese Richtung. Da ist noch eine Höhle. Rennen. Gleich mal wieder das Essen. Ist da Lava da unten? Das ist auch Dolomit. Hallo. Nicht falsche Taste drücken, Drago. Ja, aber auch nichts, was nach Enderman aussieht. Oh, heftig. Aber ein Spinnen, Leute, immerhin wieder mal. Ich glaube, unser erster hier in diesem Projekt. Toll.
Ja, das ist auch gut hier. Aber wir haben keine Enterman-Seal. Oh, eine Karotte. Ja, die Suche. Immer wieder suchen. Ist nicht so dolle, hä? Wenn wir nichts finden. Sodele, dann suchen wir die Endermans. Wo sagt er? Endermans, wo sagt er? Haben wir noch schön? Ja, noch ein bisschen. Machen wir ein bisschen längere Folge. Widmen wir die Länge den Endermans. Laufen wir. Schnell, schneller. Zeigt euch, Endermans. Versteckt euch nicht. Haut nicht ab. Ja, toll. Nix. Ja, durch den Sumpf zu laufen ist es nicht so ertragreich, um Endermans zu farmen. Dann gehen wir hier unten einfach durch. Dann haben wir ein bisschen Sumpf und ein bisschen Wiese. Aber wie wenig spawnen, das ist extrem. Die wollen einfach nicht kommen. Die haben Angst, 100 Pro. Das ist eine Hexe. Ja, zwei Hexen sogar. Okay, gehen wir weg. Nicht, dass die. Oh, da haben wir einen. Nicht, dass die noch uns vergiften und langsam. Wirklich provozieren, hä? So, jetzt haben wir wieder 39 Levels. Boah. Da müssen wir gleich wieder verzaubern, hä? Machen wir im nächsten Part. So, 3 Enderperlen. Jetzt haben wir genauso viel wie wir brauchen, aber wir bräuchten noch mehr. Später, eventuell. Ja, okay. 3 müssen uns einfach genügen. Was machen wir noch das mit dem Verzaubern? Dann porte ich mich wieder zurück. Wenn wir das schon können. Später müssen wir das nicht mehr verwenden. Da will er. So, dann verzaubern wir einfach noch kurz. Und zwar, eigentlich möchte ich. Bogen. Nein. Eigentlich möchte ich wirklich defensiv verzaubern jetzt. Aber wir müssen schon ein. Ah, wir haben da Diamanten, ja. Ein Schwert verzaubern. Weil, dann können wir endlich mal richtig gut angreifen. Dann machen wir die Rüstung gleich als nächstes. Ja, Looting könnte ich. Wie viel kostet's? Steht das irgendwo? Ja, dann machen wir einfach mal Unbreaking drauf.
und Loading. Also dann machen wir mal das so. Wir machen das so, machen Book Chases. Da. Nein, da. Wo haben wir das reingetan? Buchbücher haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch Holz, aber gutes, also viel Holz. So. Dann machen wir das mal kurz. Oh. Noch rausnehmen, bitte. Wo war's? Da. Gut. Nehmen wir gleich mal ein paar. Brauche nicht so viel, ich weiß. Aber, ja, toll. Sieht schön aus. Gut, dann machen wir das Schwert wieder rein. Machen Unbreaking 3, Sharpness. Unbreaking und Looting. Machen wir Sharpness 2 und Looting 1. Ja. So, ist optimal. Gut, dann haben wir das. Waffen sind nicht hier. Und im nächsten Part geht's weiter. Tschüss, gute Nacht.